Ja, kurz zu mir. Hallo. Ich bin Jeremy. Ich wohne... Näher ran. Ja, noch näher ran. Nochmal, hallo. Ich stelle uns erstmal vor, ich bin Jeremy. Ich bin Schüler am Domgymnasium in Merseburg und ich habe bei Jugend Hack mitgemacht. Wer bist du? Ich bin Jakob. Ich komme hier aus Leipzig und gehe an das Montessori-Gymnasium und habe auch bei Jugend Hack mitgemacht. Schön. Okay, kurz dazu, was wir hier überhaupt vorstellen, nämlich Awareness. Awareness, das ist ein unglaublich intelligentes und kreatives Kofferwort aus den zwei Worten Awareness, so viel wie Aufmerksamkeit, und Aware, nämlich tragen. Wieso eigentlich? Awareness ist ein sogenanntes Wearable und es soll Aufmerksamkeit erzeugen. Nicht bei anderen Menschen, sondern beim Träger. Warum macht man das überhaupt? Awareness soll ein Vibrationssignal an das Handgelenk bringen, wenn eine Überwachungskamera in der Nähe ist. Kurz dazu, wie das umgesetzt wurde, technisch werden wir dann noch was erzählen. Genau. Jugend Hack hatte ja Norman schon davor was erzählt. Ich würde auch jetzt einfach darauf verzichten, die Menschen, die bei uns in der Gruppe mitgemacht haben, vorzustellen, beziehungsweise nur kurz zu erwähnen. Das wären einmal Jakob, dann wäre das die Zora aus Berlin, Lukas. Ja, Lukas aus Augsburg, dann noch Ben Leo, woher kam der? Auch aus Berlin. Florian, der kam auch aus Berlin, oder? Hoffentlich. Genau. Ja, ich glaube, das ist genug dazu. Ich würde jetzt einfach an dich übergeben und zeigen, was da so, wie das bei Jugend Hack so war, um mal eine Perspektive von den Teilnehmern, nicht von den Autoren zu haben. Ja, genau. Also wir haben das Ganze dann erstmal die Ideen gesammelt, wie Norman ja sicherlich erzählt hat. Und das Ganze dann auch innerhalb eines Tages diesen Prototypen, also das ist jetzt schon wieder ein neuer, aber innerhalb eines Tages einen Prototypen gebaut, was dann zu relativ wenig Schlaf führte vor der Vorstellung des Ganzen. Und wir erst in Berlin die Teile zusammensuchen mussten, was sich auch schwieriger als gedacht herausstellte, passende Teile zu finden. Und ja. Und Jeremy tut jetzt weiter euch erklären und erzählen, wie die ganze Hardware aufgebaut ist und wie das funktioniert. Ja, nun das, was wir in durchzechten Nächten ausgedacht haben. Jetzt muss ich mal eben umstellen. Shortkeys mit einem Mikrofon in der Hand gehen nicht gut. So, das ist die Hardware. Sie ist ebenso simpel wie klug, würde ich behaupten. Im Zentrum dieser ganzen Technik steht ein Mikrocontroller mit Bluetooth Low Energy. In unserem Fall haben wir einfach einen RFduino genommen, all dieweil er einfach von jemandem bei Jugend Hack mitgenommen wurde. Dieser Mikrocontroller wird angetrieben von einem Akku. Und wenn ein Signal an den Mikrocontroller gesendet wird, beispielsweise von einem Telefon, dann sendet der Mikrocontroller mit über ein GPIO ein Signal an einen Vibrationsmotor. Natürlich muss das Signal verstärkt werden. Der Arduino macht nur 5 mA, wenn er High Current hat. Und das ist zu wenig für den Vibrationsmotor in unserem Modell, welcher 50 mA braucht. Genau. Das ist die Technik. Das ist jetzt sehr einfach gehalten. Jeder Mensch soll sich selber das Awareness-Armband individualisieren und selber auch bauen, wie er möchte. Zum Gehäuse beispielsweise haben wir auch nur Blender-Modelle in unserem GitHub-Repo hochgeladen. Hier beispielsweise dieses hier, das lade ich auch bald hoch, das ist gestern entstanden. Und wie das dann am Ende umgesetzt wird, das kann sich jede Person selber überlegen. Die Hardware war eigentlich der einfachere Teil an dem ganzen Projekt. Der kompliziertere Teil war nämlich
die Software. Und zu der Software wird Jakob jetzt uns ein bisschen was erzählen. Ja, genau. Also die Software, die hatten wir bei JugendHack mehrere Einzelteile dann gebaut, aber nicht zusammengesetzt bekommen. Das wäre einerseits, woher bekomme ich jetzt überhaupt diese Informationen? Wo ist eine Überwachungskamera, wo keine? Das könnte man natürlich probieren, irgendwie zu erkennen. Das ist aber sehr schwierig. Da haben wir uns gedacht, schauen wir doch einfach, ob wir irgendwo Daten bekommen mit Punkten. Wo stehen die? Die haben wir dann tatsächlich auch in der OpenStreetMap gefunden. Und die haben auch eine Schnittstelle, so dass wir die relativ einfach da heraus exportieren konnten und dann eine Datenbank hatten, wo die alle drinne stehen. Und die haben wir dann leider nicht mehr zusammengesetzt bekommen mit der angefangenen Android-App, die die ganze Hardware ansteuert und sagt, wann soll es vibrieren und wann nicht. Das haben wir da leider nicht mehr hinbekommen. Und jetzt aktuell arbeiten wir an einer neuen API, um dann auch die neuen Ideen mit weitere Hinweise auf andere Dinge umsetzen zu können. Und die Android-Apps und wahrscheinlich auch für iOS ist immer noch in Entwicklung. Genau. Und jetzt kommen wir zu den Zukunftsvisionen, was wir gerne noch umsetzen würden. Genau. So, zu unseren langfristigen Plänen mit dem Projekt würde ich jetzt mal kurz was erzählen. Natürlich unser erstes und größtes Ziel ist, dass wir praktikable Baupläne für Awareness zur Verfügung stellen. Die Sache ist nämlich die, man muss momentan, wenn man sich das Armband baut, noch sehr, sehr viel improvisieren. Und es wäre natürlich schön, wenn dieser ganze Prozess, diese Nachbau wesentlich vereinfacht würde. Unser zweites Ziel ist es natürlich auch, ordentliche Software zur Verfügung zu stellen, die dann auch anwenderfreundlich ist, die individualisierbar ist, dass man beispielsweise selber andere Funktionen einbauen kann, die soll einfach erweiterbar sein. Wir haben nämlich das Awareness nicht nur als quasi Kunstprojekt ins Leben gerufen. Im praktischen Nutzen hat das natürlich nicht, wenn man auf eine Überwachungskamera aufmerksam gemacht wird. Man kann sich nicht dagegen wehren, wenn man es trägt. Wenn man durch Berlin läuft, hört das Teil nicht auf zu vibrieren, muss man wissen. Und das ist natürlich ein unkonventioneller Weg, Bewusstsein zu schaffen, aber wir wollen auch einen wesentlich praktischeren Nutzen in das Armband bringen. Nämlich wollen wir uns beispielsweise daran erinnern lassen, wenn man mit dem Fahrrad in die Nähe eines Unfallschwerpunktes fährt, dass das Armband dann anfängt zu vibrieren. Oder wenn man beispielsweise unterwegs ist und sich daran erinnern will, dass man noch Sojamilch kaufen möchte, dass man dann daran erinnert wird, welcher Supermarkt nun in der nächsten Nähe ist. Das ist quasi der elektronische Bindfaden um den kleinen Finger. Das soll Awareness irgendwann mal werden. Und da muss noch einiges dran geschehen. Und das sind eigentlich langfristige Pläne, die dann entstehen sollen. Auch was wir auch geplant hatten, war, dass wir eine Navigationssoftware für das Armband schreiben, dass wir eine Kombination aus Vibrationsmotoren und LEDs verwenden, um Menschen auf Fahrrädern oder in Autos zu signalisieren, in welche Richtung sie laufen oder fahren müssen, ohne dass er beispielsweise abgelenkt wird, dass er auf ein Display sehen muss. Ein ganz, ganz großes und momentan von uns noch absolut nicht erkundetes Gebiet, in das wir Awareness ausbauen wollen, ist das Energy Harvesting. Und da kannst du ja mal erzählen, was wir da so für Ideen haben, die wir vielleicht umsetzen können wollen, wenn Möglichkeiten geschaffen werden, oder? Also erstmal Energy Harvesting. Die Idee war, dass die Batterie relativ groß ist und dann doch nur eine relativ kurze Zeitdauer hat, mit der man das dann betreiben kann. Was natürlich blöd ist, wenn man dann das nach einer Stunde leer ist. Da war die Idee, dass man ja den Arm die ganze Zeit bewegt und dass da auch Energie entsteht, die man nutzen könnte, indem man da die irgendwie gewinnt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber da haben wir uns noch nicht weitergehend mit beschäftigt. Leider. Ja, zum Beispiel, dass man die Vibrationsmotoren auch rückwärts nutzen könnte, dass die nicht nur
vibrieren können, sondern auch Strom generieren könnten. Ja. Und ja. Dann jetzt. Hast du eine Folie? Eine Folie. Folien immer. Ja, genau. Dann wollten wir noch, falls ihr noch Ideen habt und Feedback geben wollt und so weiter, könnt ihr dies zum Beispiel entweder jetzt gleich oder auf GitHub tun, wo auch die gesamten Baupläne veröffentlicht sind und die Software verfügbar ist als freie Software. Und wie Norman sicherlich schon gesagt hat, kommt alle zu JugendHackt, wenn ihr noch dürft. Oder ja, genau. Da ist bis heute die Anmeldung für JugendHackt Ost möglich. Genau. Bis 23.59 Uhr meldet euch alle an. Also wenn ihr noch nicht älter als 18 seid. Ansonsten auch als Mentor. Genau. Und ja. Wieso hast du hochgescrollt? Scroll runter, ich muss wissen, was ich sagen möchte. Genau, auch noch Werbetrommel rollen rühren wollen wir. Für die Open Knowledge Foundation, setzt euch damit auseinander, was die machen, wofür die sich einsetzen. Die Open Knowledge Foundation, die hat JugendHackt quasi ins Leben gerufen in Deutschland. Dafür sollten wir sehr dolle danken natürlich. Und die Open Knowledge Foundation wird auch bald Hangouts veranstalten zu den Themen Krypto, Open Data, Open Source, Datenvisualisierung und zum Thema, wie fange ich Programmieren an. Bei dem Open Data Hangout bin ich mit dabei, da könnt ihr mich mal wieder sehen, falls ihr noch nicht genug von mir bekommen habt jetzt. Und genau, die anderen Hangouts solltet ihr natürlich auch ansehen. Das hat alles in etwa mit diesem Thema zu tun, womit wir uns bei JugendHackt auseinandergesetzt haben. Und das ist eine ganz, ganz fantastische Sache. Wo es uns auch gibt, das ist bei dem OpenTech Summit nächsten Donnerstag in Berlin. Da wird es wahrscheinlich auch einen Vortrag und einen Stand von und mit Awareness geben. Genau. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann könnt ihr sie gerne stellen an dem Mikrofon in der Mitte. Ja.